Er ist ein gewöhnlicher Klempner aus Cuxhaven. In der Ukraine wird er zum Helden. Denn als seine Großeltern im belagerten Cherson eingeschlossen sind, zieht Erik von der Nordsee in den Krieg. An der Front kämpft er gegen die Russen mit nur einem Ziel, zu Oma und Opa nach Cherson, um die Großeltern zu befreien. Wir waren in einem Dorf, was in der Nähe von der Front ist, und sind dann immer zu speziellen Missionen rausgefahren, 2 bis 3 Tage. Dann war man in neu besetzten Dörfern oder gerade neu umkämpfte Dörfer. Man ist rausgegangen in die Treelines, man hat geguckt, ob dort Feindkontakt sein wird oder ob dort eben freundliche bzw. unsere Leute sind. Dabei hat der Handwerker, der sich zuletzt als Barkeeper durchschlug, nicht mal eine militärische Ausbildung. Ich mach so lange weiter, bis die hier weg sind. Die haben hier nichts zu suchen. Es sind keine Nazis hier, es sind keine Kinderschänder und was weiß ich nicht, was die uns alles nennen. Es ist nichts dergleichen hier. Es ist unser Land.